Yay, da bin ich wieder. So. Wir machen jetzt eigentlich fast das gleiche nochmal, nur der Output ist ein anderer. Das hat aber auch dann halt den Sinn, so dass ihr halt auch versteht, so dass man quasi mit demselben programmatischen Aufbau auch eine ganz andere Grafik erzeugen kann. Und werden uns schon mal das allererste Mal so angucken, wie man vielleicht so Sachen animiert, so ein bisschen. Und da fange ich einfach wieder an mit dem Workflow, den wir auch schon vorher hatten. Und mache ein neues Projekt auf. P5 Editor. Das habe ich jetzt schon so oft eingegeben. Klick wieder auf den P5 Editor drauf. Und habe hier wieder im Grunde das Interface. Wird mir ein Create Canvas irgendwie erzeugt. Ich mache das jetzt gleich mal so, dass ich mache es irgendwie immer so, dass ich am Anfang erstmal die Größe und die Breite von dem Canvas halt über eine Variable mir einstelle, weil dann kann ich es halt besser ändern, ne? Ich mache jetzt mal für die Größe, ich muss mal wieder ein bisschen ranzoomen, damit ihr es sehen könnt, mache ich jetzt einfach mal 500. Led Height ist gleich also 500 so und jetzt kann ich im Grunde wieder sagen, okay, in dem Create Canvas, anstatt da 400, 400 drin stehen zu haben, kann ich mir halt die Variable, die ich hier vorher deklariert habe, kann ich da einfach reinkopieren, zack, Width und kann halt hier Height reinschreiben und dann nimmt er sich die Werte, die halt hier oben drin stehen, dann kann ich es halt verändern. So, Play drücken. Hat funktioniert. Ich nur dieser graue Hintergrund ist immer ein bisschen schrecklich, deswegen mache ich den vielleicht mal ein bisschen heller. 250 oder so. Ganz slightly weiß. Also mein Bildschirm schafft es nicht, das darzustellen. Sorry. So, das Mikrofon mal hier. So. Und was wir jetzt noch machen wollen, wir wollen eine Grafik zeichnen, ich gehe nochmal in mein Notion rein. Da sieht es heute sehr, sehr schwarz-weiß aus, weil ich noch nicht dazu gekommen bin, Farben zu machen. Ich will das hier bauen. Also quasi einen Kreis, der sich halt aus einem Haufen Linien besteht und der sich halt dreht. Das wollen wir bauen. Das wäre jetzt so die nächste Aufgabe. Das heißt, wir tun uns mal wieder so ein bisschen dran zurückerinnern. Okay, ich will eine Linie zeichnen. Das kann ich ja erstmal ausprobieren, indem ich nach dem Background, weil das muss immer das erste sein, weil das die hinterste Ebene ist, danach wird ja immer drauf gezeichnet, tue ich mal mir meine Linie erstellen, die Line, und die hat vier Parameter. Ich schreibe jetzt mal irgendwelche erstmal rein. Nochmal 20 und 20 und der zweite Punkt ist 50, 50 und 50. So. Ja. Habe ich halt so eine tolle Linie hier drin. Und jetzt möchte ich euch nochmal kurz ein ganz interessantes Key-Konzept erklären, weil wir haben jetzt zum Beispiel bei Rectangles haben wir halt den Rect Mode auf Center gesetzt, um den Ankerpunkt auf den Center zu setzen. Was ist jetzt aber, wenn ich zum Beispiel den Pfeil, oder die Linie genau in der Mitte vom Bildschirm haben würde. Dann könnte man halt überlegen, wie kann ich das Ding in die Mitte positionieren? Ja gut, wenn halt der Mittelpunkt von den ganzen Canvas die Hälfte von der Width und der Height ist, dann kann ich ja einfach sagen, okay, als Punkt 1 ist die Width durch 2 und die Height durch 2. Das stellt im Grunde, also diese zwei Koordinaten stellen diese hier, stellen den Mittelpunkt dar. Und der zweite ist ja 50-50, der ist hier oben. So. Das ist aber ein bisschen doof, immer hier Width durch 2 und Height durch 2 oder halt 250 reinzuschreiben. Das heißt, es gibt einen Modus in P5, der macht voll Sinn. Man kann halt im Grunde den Ankerpunkt für alles verschieben. Und da gibt es eine Funktion, die heißt Translate. Und wenn ich Translate hier eingebe, per Default, also wir haben ja schon beim letzten Mal auch schon gesagt, so, wenn ich jetzt nichts eingebe, also wenn ich jetzt zum Beispiel den Punkt hier 50-50 habe, dann geht ja im Grunde der von dem Ankerpunkt hier oben aus und geht dann halt 50 nach hier, 50 nach hier und dann kommt halt der Punkt halt bei raus, ne? So, und mit diesem Translate kann ich diesen Punkt, der hier oben ist, den kann ich verschieben. Das bedeutet, ich könnte theoretisch den Punkt, der da oben ist, den könnte ich auch einfach nach da unten schieben. So. Und dann habe ich quasi ein anderes Koordinatensystem in Anführungszeichen.
Und das können wir mal machen, weil dann lässt sich nämlich einfacher arbeiten. Jetzt weiß ich ja schon, dass der Mittelpunkt irgendwie 250 und 250 ist so. Ich kann aber auch bei Width und Height durch 2 halt bleiben. Durch 2. Ich schreibe das mal so rein. So, und wenn ich jetzt meine Linie habe, und dann kann ich jetzt, ich mache das gleich mal so, dass ich hier die X- und Y-Koordinate auf 0 ändere. So, dann sieht man, dass nämlich der, das ist vielleicht ein bisschen verwirrend jetzt, aber das hier ist der quasi der Punkt, los komm. Das hier ist der Punkt, nämlich der erste Punkt, also der hier 0, 0. Und das hier ist der Punkt 2, 50, 50. Und normalerweise würde der Punkt hier, also dieser Punkt, würde ja normalerweise hier oben sein. Ist er aber nicht, weil ich quasi den Ankerpunkt mit Translate im Grunde auf diese Position verschoben habe. Das macht halt voll Sinn, weil jetzt kann ich zum Beispiel halt einen Haufen Linien zeichnen, die haben halt alle den Ursprung 0, 0. Immer dann relativ zu dem neu verschobenen Ankerpunkt. Wir gucken uns dann noch später an, wie man wieder zurückgehen kann, dass es quasi wieder der ursprüngliche Ankerpunkt ist, aber darum geht es erstmal. Das heißt, ich tue einfach im Grunde das Koordinatensystem, was halt normalerweise ja so aussehen würde, was ja hier irgendwie lang geht. Ups. Das verschiebe ich halt im Grunde nach unten auf diesen Punkt. Da kann ich auch jeden Punkt nehmen, auf den ich Lust habe. Ich könnte halt, wie gesagt, auch nur hier, könnte auch hier 250 reinschreiben. Da würde sich nichts verändern. Nur das Schöne daran ist, wenn ich halt mit Width und Height durch 2 arbeite, dann kann ich halt hier oben einfach die Werte ändern. Wenn ich da jetzt hier irgendwie 600 reinschreibe und hier auch 600, dann wandert dieser Punkt natürlich mit, weil der an der Stelle halt berechnet wird, anstatt dass ich den da, man nennt das Hardcoden, also hart reingeschrieben habe. So, das ist jetzt im Grunde dynamisch geworden, wenn ich eine Variable nehme und das auf dieser Variable basiert. So. Ist gleich quasi der Best Practice. Ihr könnt es auch mit Zahlen machen, wenn ihr euch damit erstmal sicher fühlt und erst später das mit den Variablen machen. Wie immer ihr wollt. So. Ich will jetzt mal eine Linie zeichnen, die jetzt keinen Winkel hat, sondern die einfach nur länglich ist. Das kann ich halt hier machen, indem ich. Das ist ja die X-Koordinate und das ist die Y und die Y sorgt ja dafür, dass das Ding ja im Grunde hier nach unten geht, mein Stift, dass das hier nach unten geht und wenn ich das hier auf 0 setze, dann habe ich eine gerade Linie. So, ne? Kann ich jetzt mal ein bisschen länger machen und mache jetzt mal eine Linie irgendwie, also an der Stelle kann ich ja die X-Koordinate festlegen und dadurch mache ich einfach mal 300 draus oder sowas. Dann habe ich jetzt schon eine relativ lange Linie. So, ich muss mal dieses Zoom-Fenster hier wegmachen. Habe ich eine relativ lange Linie. So. Und was ich jetzt zum Beispiel machen kann, es gibt eine Funktion, die heißt Rotate. Weil das ist im Grunde wie ein Illustrator, ne? Also das ist das gleiche, kann ich jetzt hier zum Beispiel mal reinschreiben, 1,5. Und dann wird das Ding hier um 1,5 gedreht. Ich muss jetzt nochmal zugeben, ich weiß gerade nicht genau, was die 1,5 exakt bedeutet. Ich glaube, das muss ich nochmal der Dokumentation nachgucken. Weil da gibt es ja quasi das Ding zwischen Radianten und Gradzahlen umrechnet. Aber für das Beispiel erstmal ist es erstmal nur gut zu wissen, dass man sagt, okay, wenn man in die Rotate-Funktion was reinwirft, dann wird um den Ankerpunkt, den ich gesetzt habe, wird quasi gedreht. So, ne? Das ist wie wenn ihr eine Linie habt. Bei Illustrator, jetzt war ich was ganz Witziges, ich zeichne die jetzt einfach mal hier hin. So, wenn ich jetzt hier in Illustrator eine gerade Linie habe, sorry, ich habe bloß so ein Trackpad, deswegen kann ich keine gerade Linie zeichnen. Und der Ankerpunkt ist halt hier und ich rotiere das Ding, dann sieht halt dann die rotierte Linie halt dann so aus. So, ne? Und wenn ich jetzt halt angenommen, ich habe eine gerade Linie, also angenommen, ich habe die und der Ankerpunkt ist hier. Und ich drehe das dann sieht das Ding halt dann irgendwie, verdammt, sieht das Ding halt so aus, ne? Also irgendwie so. Und das ist das, was wir hier gerade gemacht haben mit dem Verschieben von diesem Ankerpunkt. Wir haben den Ankerpunkt an diese Stelle hier verschoben und wenn ich jetzt halt die Linie mit dieser Funktion hier drehe, Rotate, dann wird halt um diesen Ankerpunkt halt gedreht. Und die Linie war ja vorher so. Und das können wir uns natürlich zu Nutzen machen, wenn wir da jetzt einen For Loop drumherum packen, dann können wir ja quasi
das hinbekommen, dass wir halt dann irgendwie eine gewisse Anzahl von Linien haben, die sich dann halt so irgendwie um das Ding drumherum verbreiten. Das wollen wir ja irgendwie machen. Und darum packen wir halt hier jetzt einen For-Loop drumherum, der einfach durchzählt und der bei jedem einzelnen Schritt Rotate von 1,5 irgendwie, jetzt ist so ein Spaßwert, der einfach immer weiter darum zählt und dann kommen wir irgendwann mal auf diese Grafik, die wir eigentlich haben wollen. Ich nehme mal das Rotate nochmal raus. Man muss es nicht immer löschen, man kann es einfach auskommentieren, indem ich hier so zwei Forward Slashes davor packe. Dann sieht man, so wird die Zeile halt grau und damit ist es quasi, wird das von meinem Browser nicht mehr, quasi nicht mehr beim Interpretieren mit beachtet. So. Aber ich habe es halt immer noch da, das heißt, wenn ich es wieder haben will, kann ich das einfach auch wegmachen und dann ja, ist es wieder da. Das ist eigentlich ganz cool. So. Genau, jetzt tue ich mal wieder diese Standardprozedere. Ich schreibe mir mal einen For Loop runter. Ne? Man merkt halt so, das ist halt irgendwann mal nur noch ein Runterschreiben. Man fragt sich gar nicht mehr genau, wie das funktioniert. Dann habe ich hier immer diese Konvention, dass ich erstmal die Klammer auf und auch wirklich zumache. Wenn ich dann dahinter gehe, dass ich dann die geschweifte Klammer auf und die geschweifte Klammer zumache. Und damit ich nichts vergessen kann. So. Wenn da, wie gesagt, wenn das hier irgendwie mal ein bisschen komisch aussieht, so irgendwie so. Wie vom letzten Mal, nicht erschrecken, hier oben bei Edit, Tidy Codes mit Shift-Tab kann man das auch wieder schick machen. Es gibt so zwei Styles von Leuten, die geschweifte Klammern schreiben. Das ist so Programmierer-Meme. Manche sitzen die einfach drunter. Ich sitze die halt immer hinten dran. Na gut. Und jetzt fehlt hier quasi nur der Inhalt. Also erst die Klammern immer schreiben, dann kann man sie nämlich nicht vergessen. Jetzt schreibe ich mal wieder runter, schreibe irgendwie rein in die Klammer natürlich auch. Let i gleich. Ich fange mit 1 an. Dann Semikolon, i kleiner als. Ja, was nehme ich denn? Ich kann auch mal kleiner ist gleich schreiben. Also das ist halt quasi, weil kleiner ist gleich wird, wenn ich da jetzt eine 10 reinschreibe, dann geht eine 10 auch noch durch. Und sag jetzt mal i. Und da ich jetzt schon. Wir stürzen das Programm ab, wenn ich hier in. Warte. Muss ich mal refreshen. Irgendeiner Stelle ist es nicht schnell genug. Jetzt bin ich mal kurz eine Sekunde zurück, schreibe es nochmal, damit übt man es. Ich kopiere es mir einfach. habe jetzt hier kleiner als 15 geschrieben. Kleiner ist gleich, mache ich mal draus. Und schreibe halt hier am Ende mit rein das i. Immer in 0,1er Schritten gezählt wird. Also i ist gleich i plus 0,1 wird halt einfach, fängt bei 0 an und zählt dann in 0,1er Schritten bis 15. Also 0,1, 0,2, 0,3 bis 1,2, 1,2 und so weiter, bis er bei 15 angekommen ist. Aber auch exakt bei 15, weil hier kleiner ist gleich 15 steht. Ja, cool. Und dann kann ich einfach mal sagen, okay, ich tue halt bei jedem einzelnen Schritt um 15 rotaten und pack da mal meine Linie rein. Und fertig. Das Interessante ist jetzt halt, der nimmt halt jetzt irgendwie bei 15, das kann man sich ja ausrechnen, 15, also ich rechne hier meiner Spotlight-Search, ich hoffe das ist zu sehen, 15 durch 0,1, 0,1. Sind 150. Das heißt, ich habe jetzt hier 150 Linien insgesamt. Das heißt, 150 Mal geht er auf Rotate 1,5 und dann sagt er, okay, zeichne mir eine Linie, die quasi von hier nach hier geht und die wird halt immer weiter durchrotiert. So. Das ist ja quasi schon mal das Bild, was wir haben. Dieser Rotate-Faktor, deswegen muss ich das nochmal nachgucken, der ist jetzt halt ein bisschen unregelmäßig, ne, weil 1,5 halt keine Gradanzahl ist. Also keine gerade Gradanzahl. Aber das macht erstmal so ein bisschen das Bild. Jetzt kann ich jetzt noch ein bisschen hier rumspielen bei 15. Ich meine, ich kann das ja auch anders ausdrücken. Ich kann ja zum Beispiel auch sagen, weil ich weiß ja 150 mal 150 Kreise soll ich zeichnen und ich zähle aber immer nur mit 0,1. Naja, gut. Ich könnte auch einfach sagen, also ich könnte es gleich ausdrücken, indem ich hier wieder i++ mache. Da werden jetzt hier erstmal weniger Kreise draus. Aber ich kann ja auch zum Beispiel exakt genau das gleiche ausdrücken, indem ich hier einfach 150 reinschreibe. Indem ich von 0 bis 155 durchzähle und zähle jedes Mal mit 1, weil 150 durch 1
ist halt 150 und 15 durch 0,1 halt, ach hier, Dings, 0,1 ist halt auch 150. So. Genau, jetzt will ich das Ding nochmal zum Drehen bringen. Und das Interessante ist jetzt halt, dass ich zum Beispiel sagen kann, okay, innerhalb dieses For Loops, ne, also genau an mein Zeichending wieder rausholen, genau an der Stelle wird das ganze Bild erzeugt. Und das Interessante daran ist, dass der sich halt hier die ganze Zeit halt aufhält. Ne? Der geht immer von hier oben nach hier unten. Der geht von hier oben nach hier unten. Von hier oben nach hier unten. Und so weiter und so fort. Und das macht der ganze 150 Mal. So, ne? 150 Mal passiert. Rotate 1,5. Zeichne Linie. Rotate 1,5. Zeichne Linie. Bis er das 150 Mal gemacht hat. Und dann geht er hier unten in den Code. Hier ist aber nichts mehr. Das heißt, der geht dann halt wieder hier oben los. An der Stelle. So. Wie können wir uns jetzt dieses ganze Konstrukt nehmen und können uns halt überlegen, wie kriegen wir das Ding jetzt, dass der gesamte Kreis sich irgendwie cool dreht, wie, ja, keine Ahnung, was so aussieht, aber eine Felge oder sowas? Keine Ahnung. Das Ding ist, wir können uns jetzt halt überlegen, wie kriegen wir das zum Drehen? Ja, eigentlich haben wir ja die Lösung schon hier vor uns. Rotate 1,5, naja gut, wenn wir das aber nur um 1,5 drehen und haben, dann passiert ja nichts. Wir können uns aber auch den Draw-Loop, was ja im Grunde auch ein Loop ist, können wir uns zunutze machen. Und zwar, ich initialisiere hier oben meine Variable, die heißt Angle. Wie gesagt, ihr könnt die benennen, wie ihr wollt, ist völlig egal. Und ich setze sie einfach mal auf 0. So, bei 0 fängt die an. Und ich mache jetzt mal Ähnliches, was wir auch hier am Ende des For-Loops gemacht haben, mache ich einfach mal in der letzten, also der letzten Zeile, nachdem der ganze Kreis gezeichnet wurde, sage ich einfach mal Angle ist gleich Angle plus 0,1. Was hier passiert ist, in dem Moment sagt der Angle, also der sucht sich Angle raus, und wenn ich dann ist gleich dahinter schreibe, dann setzt der das, was dahinter ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich kommentiere das mal aus, ups. Ich lasse mir einfach mal Angle ausgehen. Ups, Angle. In der Konsole hier unten. Der gibt mir jetzt Angle aus. Das sind jetzt 0. Wenn ich jetzt hier unten zum Beispiel einfach mal aus Spaß reinschreibe, Angle ist gleich, und nehme einfach mal einen String, sagt Spaß, schreibt da Spaß rein. Was macht er dann? Der gibt mir Spaß zurück, weil er nämlich einfach hier oben guckt, ach guck mal, hier Angle ist 0, und er setzt es immer mit dem, was dahinter steht. Es ist ganz wichtig, dass er alles, wenn man schreibt, Angle ist gleich irgendwas, dann ersetzt er das mit dem Wert, den ich dann da reinschreibe. Deswegen, und ich will halt, dass Angle zum Beispiel jeden Schritt um 0,1 mehr wird, deswegen schreibe ich nämlich hier auch nochmal rein, ist gleich Angle plus 0,1, weil was nämlich da passiert ist, der nimmt sich den Angle, also die 0 hier oben, das hier, und dann sagt er plus 0,1. Im nächsten Schritt nimmt er sich wieder Angle, das ist dann aber halt schon 0,1, und wird dann wieder 0,1 dazu rechnen. Und somit entsteht dann quasi immer mehr, also wird die Zahl halt immer mehr. Unten in der Konsole sieht man schon, hier, der zählt immer in 0,1er Schritten, zählt er diese Zahl hoch. Der denkt sich, okay, was kann ich jetzt damit machen? Ich refresh jetzt einfach nochmal. Man sieht, es geht von 0 los und zählt immer weiter nach oben. So. Und was ich damit machen kann, ist ja natürlich jetzt einfach sagen, okay, ich nehme jetzt einfach sag jetzt einfach, dass ich rotieren will mit dem Wert, der halt immer weiter nach oben zählt. Es gibt auch noch andere Werte, die nach oben zählen, die man nehmen kann, aber ich wollte halt im Grunde diesen Iterator hier nochmal erklären. Das heißt, ich habe an dieser Stelle eine Variable, die heißt Angle, und die zählt immer weiter hoch. Und dann kann ich einfach hier oben sagen, bevor ich halt diesen ganzen Kreis zeichne, kann ich sagen, Rotate, und dann schreibe ich da rein Angle. Also ich will quasi immer um den Wert drehen. Und schon, hui, geht ganz schön ab, dreht sich das um den Angle. Ich mache mal hier den Wert ein bisschen niedriger, damit man es ein bisschen besser sieht. 0,1 ist nämlich ein bisschen viel. Und bei 0,1 merkt man schon, okay, das ganze Ding wird ein bisschen smoother. Und der dreht jetzt halt forever, weil wir nämlich ja in dem Draw-Loop drin sind, und der geht ja für immer. Das ist quasi nochmal eine Auskopplung von diesem For-Loop.
kann man nutzen, kann man nicht. Man kann aber auch zum Beispiel den Angle, kann man sich ein bisschen einfacher machen. Das haben wir ja vorhin schon gesehen, es gibt ja auch die Variable Frame Count, die kann man sich dafür halt auch klauen quasi. Die Frame Count Variable, die ist halt eine von P5 eigene Variable und die zählt halt quasi vom ersten Frame an, seitdem das Programm gestartet ist, einfach nach oben. Bis in die Unendlichkeit, bis das Programm halt gestoppt wird. Und da muss man sich auch gar nicht den Hackback machen, um hier irgendwie eine Angle-Variable oder sowas zu bauen, sondern dann kann man auch gleich sagen, man packt hier irgendwie in die Rotate-Funktion Frame-Count rein und dann dreht sich das Ding auch. Nur das Ding ist, dass es sich da halt super schnell dreht. Und dann kann ich hier irgendwie danach einfach nochmal durch 1000 machen oder so, damit es ein bisschen smoother wird und schon es ist total meditativ langsam. Genau. So viel dazu, um so ein bisschen so schon Animation reinzubringen. Also gerade diese Frame Count Variable ist da total hilfreich, um Sachen halt mit Bewegung über Zeit zu nehmen. Und das ist jetzt vor allen Dingen auch dieses Prinzip, dass man sich den Frame Count nimmt, also die Anzahl des aktuellen Frames. Ich kann das nochmal ausgeben. Console.log. Frame Count. Man sieht hier, das sind die Frames, habe ich ja vorhin schon mal gezeigt. So, ne? Das sind jetzt gerade der aktuelle Frame 135 und so weiter. Dieses Prinzip, das ist halt auch in ganz vielen anderen Geschichten so. Also das ist im 3D-Business wird das gebraucht, wenn ihr was mit After Effects macht. Und da gibt es ja quasi auch so Expressions, nennt man das, wo man quasi irgendwelche Elemente rumfliegen lassen kann, mit quasi auch so einer Adobe eigenen Programmiersprache. Und dann nutzt man auch quasi immer den Frame Count, um irgendwelche Sachen zu animieren. Genau, so, das ist das Example gewesen. Und im Grunde haben wir jetzt ja nichts anderes gemacht, außer wieder einen For Loop gemacht und haben jetzt halt so den Translate noch eingeführt, um den Ankerpunkt zu verschieben. So, gibt's bis hierhin gerade Fragen, weil dann wäre das Code-Example zum Beispiel schon durch. Na, ich muss mal mein Zoom-Interface wieder aufmachen. Ja. Genau, also der rotiert an der Stelle, sagt der, alles was, also ich nehme meinen Stift, alles was nach dem kommt, wird immer um den Wert, der hier drin ist, wird der quasi rotiert. So, ne? Und das ganze Ding lässt sich halt als einzelnes Objekt bezeichnen, weil das ja in diesen Loop halt erst ausgerechnet wird und dann am Ende wird es halt ausgespuckt. So, ne? Und das dreht sich halt immer weiter, weil ja diese Zahl, dieser Frame Count, der wird ja immer höher. Weißt du? Also der startet bei 1, dann liegt die Linie halt vielleicht irgendwie so und dann nach irgendwie einer Sekunde ist ja Frame Count dann höher, dann rotiert der schon so und so und dann immer weiter. Nur dass halt dieser Frame Count die Möglichkeit gibt, halt so eine zeitliche Versetztheit halt reinzubringen, weil diese Draw-Funktion, die geht ja immer wieder von oben nach unten. So, ne? Also wenn der Frame Count 20 ist, dann weißt du auch, dass diese Draw-Funktion, das Ding hier, das 20. Mal aufgerufen wurde. Das ist quasi ein direkter Zusammenhang dazwischen. Und dementsprechend halt und deswegen geht diese Zahl halt eben auch immer weiter hoch so. Bis ins Unendliche halt so. Das Problem ist, wird dann wahrscheinlich bloß irgendwann mal sein, wenn die Zahl zu groß wird. Also bei einem Kreis, der kann sich halt auch um 1 Million Grad drehen. Das passt schon. Bei manch anderen Geschichten so muss man sich dann einen kleinen Trick holen, so, weil dann irgendwann wird die Zahl zu groß. Wenn du jetzt zum Beispiel den Frame Count an die Farbe hängst, ne? Die Farbe geht ja nur von 0 bis 255, ne? Das hatten wir ja letztes Mal gehabt. Dann bist du nach Frame 250 ein bisschen aufgeschmissen, so, ne? Weil du dann ja im Grunde, ja, du kannst ja keine Farbe mehr darstellen. Da gibt's allerdings einen Trick, den zeige ich euch auch noch, um das quasi so zu machen. Aber es ist ein bisschen verständlicher geworden. Okay, alles klar.
Ja, viel kommt auch durchs Probieren so, ne? Du kannst halt eben auch andere Formen dir mal nehmen. Du musst ja auch keinen Rotate machen. Du kannst ja zum Beispiel auch die Position an den Frame Count zum Beispiel dran packen. Kannst du auch mal probieren, die Farbe dran zu packen oder so. Also wie gesagt, das ist ja das Schöne daran, dass du eigentlich alles miteinander irgendwie verkabeln kannst. Du kannst ja auch das Ding hier einfach in der Variable speichern. Ich mache jetzt hier trotzdem nochmal Let Angle und füge das da ein. Und dann kann ich hier Angle reinschmeißen. Ich könnte auch hier Angle reinwerfen. Gut, da passiert jetzt wahrscheinlich irgendwie nichts. Müssen wir wahrscheinlich mal 10.000 rechnen oder so. Ja, guck mal. Und jetzt habe ich irgendwo Angle reingeknallt und auf einmal habe ich schon irgendwie einen ganz witzigen Effekt so, den ich jetzt nicht erwartet hätte. So, das ist eigentlich das Interessante daran, wozu ich euch so ein bisschen ermutigen kann. Einfach irgendwelche, also gerade mit dieser Frame-Count-Variable, die irgendwie in eine Größe kriegen, dass die handelbar ist, in eine Variable packen und dann einfach überall mal reinschmeißen, über alles mal damit ersetzen und gucken, was passiert denn da. Also das ist halt doch eben das Interessante bei P5 manchmal, dass halt aus Zufall einfach was Witziges entsteht so, ne? Genau, sie kann ja theoretisch überall reinpacken, so. Was war der vorher drin? 300, dann das Exempel nicht stört. Noch irgendwie weiter Fragen? Okay, jetzt bin ich am Überlegen. Also ich hätte jetzt noch zwei Examples. Ich glaube, eins reicht aber auch. Ich mache das jetzt mal so, weil ich auch gesehen habe, so es gibt, also für alle, die sagen so, boah, ey, das ist basic, reicht es völlig, wenn ihr bis hierhin alles so halbwegs verstanden habt. Ich mache jetzt nochmal eine Sache, die ist nochmal ein Tick tiefer, so ein bisschen, ein kleines bisschen advancederes. Am Ende des Tages könnt ihr selbst das auch einfach kopieren und andere Werte drauf werfen und das funktioniert auch. Ich würde nochmal ein anderes Beispiel machen, weil jetzt haben wir ja immer quasi in eine Richtung einen For Loop gemacht, aber man kann auch For Loops in For Loops packen und wie das aussieht, will ich euch mal zeigen. Deswegen gehe ich mal nochmal in den P5 Web Editor. Wie gesagt, was jetzt kommt, ist jetzt nicht unbedingt der Status Quo, so, ne? Also da, ich zeige es einfach nur, um es gezeigt zu haben, damit man quasi für alle, die irgendwie sagen, so, okay, bis hier reicht es mir vollkommen zu, aber es gibt immer wieder welche Leute, die sagen so, boah, ich will noch ein bisschen mehr wissen. Dann gibt es jetzt hier nochmal eine ganz kurze Session. Was ich machen möchte, ist, ich möchte eigentlich jetzt gerade ein Bild zeichnen. Wenn ich jetzt den Loop nehme, den ich vorher hatte, kann ich ja theoretisch hier irgendwie, ich nehme jetzt mal Rectangles, weil das einfach ist. Ich könnte jetzt ja hier mit so einem For-Loop irgendwie, ups, mir 10 Rectangles nebeneinander aufzeigen. So, ne? So, und was ist denn aber, das ist ja relativ langweilig, aber was zum Beispiel immer interessanter aussieht, sind Grids. Also quasi, wenn ich hier mehrere Reihen an Rectangles untereinander habe und blablabla, zeichne ich jetzt hier mal so durch, ne, so irgendwie. Das ist ja voll entspannt oder interessant. So. Und jetzt zeige ich euch mal, wie man das machen kann. Das ist nämlich ein For Loop in dem For Loop drin. Wie gesagt, nur fürs Protokoll quasi. Background wieder ganz oben, damit der mir nicht irgendwas überschreibt. Und ich probiere erstmal durchzusetzen, dass ich diese Linie hinkriege. Also ich schreibe erstmal wieder meinen For Loop runter. Die Klammern als erstes, damit ich sie nicht vergesse. Mach mal hier noch eine Zeile rein, damit ich dann hier meinen Code reinschreiben kann. Machen wir let i gleich 0, i kleiner als, das finde ich für eine gute Zahl, 10 und i plus plus. Also von 0 bis 10 mit in 1er Schritten. 0 bis 10 in 1er Schritten, so lässt es eigentlich am einfachen beschreiben. Und sage jetzt einfach, ich möchte einen ein Rectangle haben mit i mal 30 oder so und 0 und so. Jetzt mal auf Play drücken, ups. Hallo. Das ist ja mein Stift im Weg. Ah, jetzt geht er weg. Ich zeichne erstmal so einen Rectangle hin, 0, 0, um erstmal zu gucken, ob das Rectangle überhaupt funktioniert. Ach so, stimmt, hä, hey, brauche noch eine Größe. 50 und 50. Hallihallo.
So, habe ich erstmal ein Rectangle hier drin und jetzt kann ich zum Beispiel halt mir i klauen, um die x-Koordinate zu ändern, also i mal 10. Das heißt, der baut mir halt alle 10er Schritte da irgendwie ein Rectangle hin. Das ja, überlappt sich gerade, ich nehme einfach mal 10, 30 und mache mal das Rectangle ein bisschen kleiner, anstatt 50 so 20 Pixel. Und schon habe ich hier ein paar Rechtecke. So. Was ich jetzt machen will, das ist ja jetzt so ein bisschen an die Ecke geklatscht. Jetzt kann ich ja zum Beispiel auch wieder den Punkt verändern, also den Ankerpunkt. Und das kann ich zum Beispiel auch hier machen, indem ich erstmal sage, Translate 50 und 50. Was das jetzt macht, ist halt, dass der Ankerpunkt, meine Maus wieder, ja, dass der Ankerpunkt von da oben nach hier verschoben wird. Das heißt, das Ding ist jetzt einfach schon mal ein bisschen zentraler platziert. Das macht diese Zeile, ups, das macht diese Zeile leer. Wenn ich das mal wieder lösche oder mal auskommentiere, dann klatschen die wieder hier oben in die Ecke. Das macht das Translate. So. Ich will es aber in der Mitte haben. Und was ich jetzt haben möchte, ich kann halt in dem For Loop noch in For Loop reinschreiben. Das heißt, wenn ich hier an Stelle 0 bin, dann ist er ja im Grunde an dem, ja, ich nehme mal die Maus, bin ich an dem Punkt, an dem hier dran. Und wenn das ist ja quasi der Programmschnipsel, der ausgeführt wird, wenn i gleich 0 ist. Und ich kann aber halt auch hier drin nochmal einen For Loop schreiben, der dann sagt, okay, zeichne mir aber auch eben hier noch einen Haufen Quadrate hin. Also ich mache quasi denselben For Loop nochmal. Und dann zeichnet der mir das hier rein. Und im nächsten Schritt ist er dann hier. Und da wird der For Loop dann wieder ausgeführt. Und so kriegt man halt dann so Grids hin. Schreibt das einfach mal runter hier. Kenne auch den Shortcut noch nicht so ganz. Ich schreibe mal hier in das Ding noch einen For Loop rein. Ich nehme mal das Rectangle mal kurz raus. So, ich mache das hier noch ein bisschen schick. Das heißt, ich habe jetzt in dem For Loop will ich noch einen For Loop machen. Dann schreibe ich einfach mal let rein. Aber jetzt kann ich nicht i nehmen, weil i habe ich ja hier oben schon benutzt. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mal j ist gleich 0 und schreibe dann rein j ist kleiner als 10 j++. Und dann kann ich mir mein Rectangle einfach nehmen. Füge das da ein. Und jetzt passiert halt noch nichts, weil hier ist ja alles auf 0 gesetzt. Ne? Also hier habe ich ja quasi immer i genommen und mal 30 gerechnet. Das heißt, 0 mal 30 ist 0, das heißt, der setzt es in die Ecke. 1 mal 30 ist 30, da hat er es hier hingesetzt. 2 mal 30 und so weiter, bis er bei 10 ist. Und das muss ich halt für j eben auch noch machen. So. J mal 30. Zack, und schon habe ich irgendwie ein Grid gebaut. Weil es halt im Grunde genauso passiert, wie ich es halt gerade beschrieben habe. So, der geht halt in diese Zelle rein. Maus. Geht in diese Zelle rein. Und wenn er hier drin ist, zeichnet er halt alle, die nach unten gehen. Und geht dann in diese Zelle rein und zeichnet er alle, die hier nach unten gehen. Und so weiter, bis er hier zum Schluss angekommen ist. Und schon haben wir so eine fette Grafik. Jetzt nehmen wir uns nochmal. Ich möchte nämlich jetzt eigentlich, dass ich die. Dass die sich noch irgendwie drehen. Irgendwie einen Random-Faktor einfach, weil ich es halt schöner finde oder was weiß ich. Da macht es halt an der Stelle wieder Sinn, zu sagen, okay, ich nehme den. Das sind ja zwei Punkte hier. Im Grunde die neuen Koordinaten. I mal 30 und j mal 30 sind einfach die neuen Koordinaten. Und im Grunde könnt ihr euch auch das Translate so vorstellen, wenn ich hier 0 und 0 reinschreiben will, weil es halt einfach ein bisschen convenienter ist, dann kann ich auch einfach. Translate nehmen und das hier reinschreiben. Wie gesagt, das ist gerade Expert. Kann sein, dass es jemandem was bringt. Kann auch sein, dass es niemandem was bringt. Ich hoffe nicht, dass es niemandem was bringt. Ups. Kopiere das mal hier rein. Und dann kann ich nämlich hier getrost 0,0 reinschreiben. Und dann sieht der Code gleich noch ein bisschen schöner aus. Ups. Und was ich hier machen muss,
Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, das fliegt uns nämlich hier alles auseinander, ist nämlich, dass ich diesen Ankerpunkt immer wieder verschieben muss. Und das mache ich halt, indem ich den pushe und pulle. Ich schreibe das erstmal kurz hin, damit es erstmal wieder funktioniert. Hopp. Was passiert hier in dem Moment? Normalerweise ist ja unser Ankerpunkt hier oben an der Ecke. So. Und immer wenn ein Rectangle gezeichnet wird, hat er halt einfach hier i mal 30 genommen und dann verschiebt er den an diese Stelle hier. Und beim zweiten verschiebt er den dann relativ dazu und dazu und dazu. Das Problem ist bloß, dass wir, wenn wir die Rectangles zeichnen, dass dieses i mal 30 und j mal 30 immer von diesen oberen, ach, verdammt, von diesen oberen Punkt ausgeht. Und was man damit machen kann, ist im Grunde zu sagen, ich pushe, die nächste Ankerpunktverschiebung pushe ich halt da rein, dann zeichne ich das Rectangle an der Stelle und danach gebe ich wieder zurück. Das heißt, der Ankerpunkt ist am Anfang hier. Und wenn ich jetzt angenommen, ich will dieses Rectangle hier zeichnen, das was hier ist, dann wird es mit, wird der Ankerpunkt mit Push hier hingeschoben an diese Stelle. Dann kann ich das Ding bei 0, 0 zeichnen. Das macht Push halt. Und das Problem ist bloß, danach würde ja dieser Punkt mein neuer Ankerpunkt werden und das will ich ja nicht, wieder, dass es wieder der ist. Und Pop macht es quasi so, dass es wieder zurückgeht an diesen Punkt. Wie gesagt, deswegen jetzt Expert, weil macht bei so ein paar Transformationen wird das irgendwann mal interessant, aber nur für diejenigen, die jetzt sagen so, boah, ich will jetzt irgendwie das und das zeichnen und deswegen brauche ich das unbedingt. Es gibt auch in der Dokumentation noch ein bisschen was dazu, Videos und all so ein Kram. Das passt schon, weil jetzt kann ich halt im Grunde sagen, ich will das Ding einfach mal rotieren, rotate um irgendwie einen gewissen Grad und dann nehme ich einfach mal. Da gibt es ja auch noch eine Random-Funktion, die kann ich da einfach reinschreiben, random. Und schreibe da mal rein Pi durch 4 oder sowas. Also die Zahl Pi ist ja für alle geläufig, hoffe ich. Also es ist halt eine Zahl, die ist eigentlich 3,14 irgendwas. Und jetzt müsste es sich eigentlich drehen. Okay. Was jetzt nämlich zum Beispiel passiert, ist nämlich, dass der immer weiter Pi dreht, ne? Und das ist jetzt ja kein Bild, das ist jetzt eine Animation und der scrollt quasi die ganze Zeit weiter durch. Es gibt auch eine Funktion, die sagt, dass der Draw-Zyklus nur ein einziges Mal durchläuft und das kann ich in Setup definieren und das heißt No Loop. Und wenn ich No Loop schreibe, dann tut das zwar immer noch rotieren lassen, aber der Vorteil ist daran, dass das ganze Programm nur ein einziges Mal durchläuft. Also wenn das Programm hier unten angekommen ist, an der Stelle, dann hört das Programm halt auf und das Ding bleibt stehen. So. Jetzt muss ich mal kurz gucken, warum es gerade nicht funktioniert hat. Chance in 50-50 ist alles gleich. Push. J. Direct. Ja, das passiert dann irgendwann mal. Ich muss mal kurz was kopieren und gucken, ob ich das gleiche habe. Ups. Ja, okay, komischerweise. Achso, weil ich Pi durch 4. Investigate ich nochmal. Es geht eigentlich im Grunde nur darum zu zeigen, dass man halt auch For Loops in den For Loop reinknallen kann. Und jetzt fliegt das hier so ein bisschen hässlich durch die Kante, ist nicht so schön. Aber genau, ich will euch nämlich noch eine einzige Sache zeichnen, weil angenommen, ihr findet das Bild schön. Ich kann auch mal ein anderes Exempel nehmen. Ich habe es hier nochmal ein richtig, für diejenigen, die es interessiert, das wird wahrscheinlich jetzt gerade bei dem Expert-Programm die wenigsten sein. Will ich euch eine Sache noch zeigen, die für alle interessant ist, weil angenommen, ich sage jetzt hier, ey, ich finde das, was ich jetzt hier gerade gemacht habe, voll schön so. Wäre natürlich irgendwie die naivste Art und Weise zu sagen, ja geil, ich nehme jetzt hier so mein Bildschirmfototool und ziehe das jetzt hier drüber und mache da irgendwie einen Screenshot von. Ja, okay. Weiß ich auch nicht, ist auch vielleicht immer nicht die beste Möglichkeit. Es gibt eine Möglichkeit, quasi programmatisch sich das Ding rauszuziehen, also das Bild. Und das kann man zum Beispiel machen, indem ich, wir hatten das letzte Mal ja zum Beispiel schon die Funktion gehabt, die heißt Mouse Pressed. Also das haben wir auch schon einigen Examples benutzt. Und die kann ich zum Beispiel auch benutzen, um bei Mouse Pressed zu sagen, hey, ich möchte bitte einen Screenshot haben. Und ich schreibe die Funktion einfach mal hier unten rein. Function. Mouse pressed
Das haben wir ja letzte Woche nochmal gemacht. Das macht im Grunde nichts anderes, wie als wenn das Ding läuft hier die ganze Zeit durch und wartet darauf, dass ich die Maus gedrückt habe. Ich kann das ja auch mal überprüfen, ob das funktioniert, indem ich hier in der Konsole mir was ausgeben lasse. Hallo. Maus wurde geklickt oder sowas. Wenn ich jetzt hier klicke, dann sagt die Konsole mir, ah, okay, hallo Maus wurde geklickt. In dem Moment, wenn ich die Maus klicke, wird das aktuelle Programm unterbrochen und es wird das hier ausgeführt. So, das kann ich jetzt machen, bis hier unten 1000 Mal wurde geklickt steht. Aber was ich zum Beispiel auch machen kann, ist einfach eine Funktion reinschreiben, die heißt Save Canvas. Und wenn ich es da rausgenommen habe und hier drauf klicke, kriege ich einen Screenshot automatisch generiert aus meinem Sketch und habe den dann quasi hier und kann den dann für eine tolle Dokumentation oder andere Sachen gebrauchen. Und das hier, wie gesagt, das ist jetzt gerade nicht mehr Expert-Level, das kann sich quasi jeder einfach hier diese drei Zeilen hier einfach kopieren und schon hast du quasi in deinem Sketch die Funktionalität drin, um hier drauf zu klicken und dann wird das gespeichert. Macht vor allen Dingen Sinn, wenn sich Sachen bewegen. Ich kann das ja vielleicht nochmal in einem anderen Beispiel demonstrieren. Ich nehme mal diese drei Zeilen hier, kopiere die mir einfach und gehe mal in ein Example rein, was ich vorher gemacht habe. Zum Beispiel der, was war das, der Kreis, ne? Genau, das drehende Ding. Und ich nehme diese drei Zeilen und kopiere die mir einfach mal hier unten rein. Zack, Funktion, Maus pressed, Save Canvas. Gucken, ob es instant funktioniert. Ich drücke mal auf Play. Und dann habe ich jetzt hier einen Screenshot von meinem Kreis gemacht. So kriegt ihr relativ easy halt eure Sachen exportiert. So. Jetzt ist aber die Nerdy-Time vorbei. wie gesagt, vielleicht kann damit jemand was anfangen. Ich glaube, es gibt Fragen bestimmt, oder? Nee? Du kannst, ja, also ich kenne das gerade nur von Processing, aber wir können ja mal gucken. Diese Save Canvas Funktion hat bestimmt noch ein bisschen mehr zu bieten. Ich gehe da mal in die Reference rein. Also ich weiß, dass es geht, ich weiß gerade nur nicht genau wie. Du kannst, gib mir mal ein Example, also ins Create Canvas, Background. Ah, okay. Du kannst einfach jeden Frame das speichern. Du kannst quasi die Save Canvas Funktion, die musst du nicht in diese Mouse Press Funktion reinwerfen. Du kannst die quasi auch in die Draw Funktion reinwerfen und dann wird halt jeder Frame Screenshot gemacht. Jetzt ist natürlich die Frage, wir können das ja mal probieren. Wahrscheinlich entweder, es könnte vielleicht sein, dass es ein bisschen zu viel ist. Ja, wisst ihr, jetzt kommt hier automatisch mehrere Dateien runterladen, ja, will ich zulassen. Und jetzt knallt er mir hier alles voll, vermutlich. Und jetzt siehst du halt schon oben an meinem Browserfenster, der lädt halt immer mehr Dateien runter. Jetzt habe ich schon 64 Bilder, warte, ich kann ja mal kurz auf meinen Downloads-Ordner gehen und dir das zeigen. Indem ich es einfach nur in die letzte Zeile gepackt habe, habe ich jetzt hier in meinem Downloads-Ordner halt die ganzen einzelnen Frames halt schon drin. Ups, ist ein anderer Screenshot. Ich hatte ja vorher schon welche gemacht. Genau, also wenn ich jetzt hier hochgehe, habe ich alle Bilder drin. Und das kannst du dann irgendwie in After Effects reinschießen und kannst dann irgendwie deine Videosequenz draus machen oder so. Das kann ich ja auch nochmal zeigen, wie das geht. Aber das kann ich dir, glaube ich, dann auch, also wenn wir jetzt gleich durch sind, kann ich dir das auch nochmal nachher zeigen. Also nur wenn du Bock hast, so musst du einfach mal sagen. So, noch irgendwas? Tudum. Okay, sind wir durch, oder was? Ja, kann sein, dass ich vielleicht 1-2 Leute verloren habe auf den letzten Meter, muss ich irgendwie überlegen. Ich bin auch am überlegen, ob ich das
Es hat sich jetzt ja schon so rausgestellt, dass es so ein paar Leute gibt, die sagen so, die sind vielleicht ein Stück weiter. Wir können ja auch irgendwie überlegen, es geht ja immer so ein bisschen darum, einen guten Konsens zu finden zwischen fördern und fordern so. Und ich weiß immer noch nicht so ganz, wie die Gruppe insgesamt drauf ist. Ich glaube, wir können das auch so machen, dass wir irgendwie das vielleicht zwei splitten oder so. Dass die Leute sagen so, ey, ich bin definitiv dran, dass wir dann irgendwie, nachdem wir den Hauptkurs durch haben, dass wir dann irgendwie nochmal eine Stunde uns zusammensetzen und irgendwie noch ein bisschen anderes Zeug besprechen. I don't know jetzt so. Das wird sich wahrscheinlich rausstellen, denn es ist jetzt noch nicht, die Aufgabe ist noch nicht ganz klar, aber ich würde auf jeden Fall für nächste Woche erbitten, dass es jeder wenigstens mal versucht, was quasi zusammenzubauen. Und das kann sein, dass jemand sich halt die Sketches nimmt, die ich da gebaut hat und macht das vielleicht zum Beispiel, weil heute war halt alles total schwarz-weiß, ne, macht das irgendwie ein bisschen farbiger. Das kann so, das ist quasi so der Low-Entry-Kram, da wäre es vielleicht cool, wenn dann diejenigen, die sagen so, oh, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, das ist so die einfachste Art und Weise, das zu machen. Und das kann aber halt dann aber auch sein, so, dass man sagt, okay, ich habe irgendwie was komplett Eigenes im Kopf und mache was komplett Eigenes, aber es wäre schon irgendwie schön, wenn wir es nächste Woche schaffen, dass wir am Anfang so einen kleinen Workspace haben, wo jeder irgendwie so einen Sketch reingeladen hat. Und wie gesagt, ist doch überhaupt nicht schlimm, wenn da jemand sagt, okay, ich habe jetzt nicht so viel gemacht oder habe nicht so viel geschafft oder was weiß ich, überhaupt kein Ding, aber es wäre cool, wenn wir irgendwie jeder einen so einen Sketch haben und jeder tut quasi den Effort reinstecken, auf den er dann halt irgendwie Lust hat und auch quasi auch zeitliche Kompetenzen hat. Und ich glaube, das wäre so die Aufgabe für nächste Woche. Und dann, wenn, je nachdem, was dann alles so rumkommt, können wir halt dann eben auch gucken, wie wir halt wie wir die Kursstruktur dann halt irgendwie nochmal ein bisschen umbauen können, ob man es jetzt, wie man halt fordern und fördern kann, so, ne? Ist das irgendwie, macht das Sinn? Mach mal, gerne. Genau, ich tue mir noch einen Space überlegen, wo wir einfach die Links super schnell reinschießen können, dass wir da jetzt nicht irgendwie das Problem haben, dass das irgendwie kurz vor knapp ist. Wäre natürlich cool, wenn, also Pflicht ist auf jeden Fall, dass wir die Links quasi gesammelt haben bis nächste Woche zum Kurstermin und dann ziehe ich mir die alle auch einmal runter, weil ich muss es dann auch so ein bisschen sortieren. Also das wäre gut, wenn wir uns alle an den Zeitpunkt halten können. Wie gesagt, ihr könnt einfach wirklich rumprobieren und das ist halt eine Sache so, die ist am Anfang erstmal so ein bisschen befremdlich und wirkt erstmal so, aber ich glaube, wenn man das einfach wirklich selber mal 3, 4, 5, 10 Mal geschrieben hat, dann verinnerlicht man sich das halt so und die Erfolgserlebnisse sind natürlich auch cool, wenn man irgendwann mal sagen kann, ey cool, ich habe den Computer jetzt das und das beigebracht. So. Wie gesagt, ich verweise auch nochmal auf diese Inspirationsseite, hier diese openprocessing.org, die ist auch in den Materialien nochmal verlinkt. Da gibt's echt viel Zeug, wenn ihr jetzt so wisst, so ey, ich weiß nicht so ganz, was ich bauen will, dann klickt man hier so ein bisschen rum und sucht sich halt irgendwie ein einfacheres Exempel raus und dann baut man das halt einfach mal nach und versucht irgendwie da ein bisschen ranzukommen. Genau. Ich tue bis spätestens Donnerstag wieder meine ganzen Sachen hochladen, also das umschließt die Keynote, also die ihr vorher gesehen habt, mit allen Links dazu und die Aufzeichnung von jetzt und halt irgendwie den Ausblick fürs nächste Mal, das habe ich bis Donnerstagabend spätestens fertig. Ich versuche es heute Abend noch zu machen, aber ich weiß nicht, ich habe noch andere Sachen auch noch zu tun, deswegen weiß ich nicht, ob ich es genau heute schaffe. Genau, jetzt genau, die habe ich schon vorbereitet. Genau, die Ex. Genau, alles klar. Also, Copy-Page-Link. Ich kopiere mal. Ich habe das hier schon in Notion angelegt. Public Access. Can read. Ja, okay. Copy-Page-Link. Ich hau jetzt mal einen Link bei Incom rein. Zack. Da sind jetzt quasi die ganzen Exercises drin. Ich mache das jetzt gerade live, weil ich gucken will, ob es klappt. Also vielleicht kann mir gleich jemand mal sagen, ob ihr darauf zugreifen könnt. Weil das ist jetzt quasi so ein Living Document, da kann ich halt immer die Sachen hinzufügen und dann passt das. DeFi.js. Ups. Alle Examples. Ich schreibe es dann auf Englisch.
Und füge mal hier einen Link hinzu. So, ich bearbeite den Post dann nochmal, mache den nochmal ein bisschen schicker. Ups. Warum ist denn das so? Eine Sekunde. So. Veröffentlichen. Genau, wenn jetzt hier, kann mal jemand da draufklicken und gucken, ob das funktioniert oder ob ihr euch irgendwie bei Notion einloggen müsst oder so, weil wenn ihr das machen müsst, dann schreibe ich die Links einfach so rein. Das müsste dann so aussehen hier. Okay, also du musst dich jetzt nicht registrieren, du hast doch keinen Notion-Account, ne? Okay, alles klar, na dann funktioniert es. Das heißt, nee, ich wollte nur gucken, ob ihr quasi ohne einen Account zu haben da Zugriff drauf habt. Also wird quasi jetzt in dem Notion Link Repository wird da halt immer die aktuellsten Sachen rein. Schieße ich dann halt immer rein. Das heißt, ihr habt dann einfach eine Übersicht darüber. Ich werde dann auch noch vielleicht hier irgendwie nochmal, wenn ihr hier draufklickt, dann seht ihr halt erstmal so ein Screenshot. Ich werde auch noch ein paar Timestamps hinzufügen, dass ihr quasi immer, wenn ihr hier zum Beispiel auf den Zeichenroboter draufklickt, dass ihr dann quasi automatisch bei YouTube auf die Zeit geschmissen werdet, wo das Example losgeht. Könnt ihr das alles noch ein bisschen durchprobieren, euch nochmal angucken. Ich glaube, das ist im Rahmen der aktuellen Gegebenheiten, glaube ich, ganz praktisch. Ja, in der Präsentation habe ich jetzt noch eine Schussfolie. Ich mache das jetzt einfach mal so. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche.